Ja, hallo ihr Lieben. Wieder einmal zu einer neuen Folge von Wissen macht frei. Ja, und heute ist ein ganz besonderes Thema, was mir so begegnet ist. Ich bin aus einer, sag ich mal, aus einem Jahrgang. Und ich möchte auch mal an die Jüngeren jetzt appellieren, dass alles, was bisher gesagt wurde, einfach mal über Bord geworfen werden kann. Warum sage ich das? Es hat ja alles einen tieferen Grund und ich kann auch wieder nur inspirieren mit dem, was ich erlebt habe, wie ich es mache, wie es mir begegnet. Und so möchte ich jetzt mal alles, was ihr jemals gehört habt, einfach mal von Bord werfen und euch auf was Neues einlasst. Ich komme jedoch mal mit einem Beispiel, dass ihr wisst, was ich meine. Nehmen wir doch mal den Mythos oder das, was vielleicht noch im morphogenetischen Feld vorhanden ist. Diese Namensprägung, zum Beispiel Rothschild oder Bilderberger, diese sogenannten Bilderberger Konferenzen, ja, die Königshäuser. Nehmen wir das so alles mal auf. Und ich habe, mir ist kein Bilderberger begegnet, mir ist auch kein Rothschild begegnet. Und dennoch ist etwas wie ein Phantom da, dass Rothschilds so viel Macht haben. Ja. Oder die Bilderberger, oder Rockefeller, oder Bush und so weiter und so fort, oder die Clintons, egal wer. Ja. Das ist so ein Phantom. Ich selbst kann das gar nicht spüren. Ich fühle das nicht und mir ist es auch nicht begegnet. Und dennoch steht das Ganze im Raume. Ja, ich möchte Folgendes vermitteln. Wenn du das in deinem Leben nicht gehört hast, wenn du dir keine Gedanken darüber gemacht hast, wenn du das nicht so reinlässt in dir, in dich, wie soll ich sagen, wenn das nicht so mit deinem Verstand aufgenommen wird, dann ist das für dich nicht bedrohlich, nicht existenziell da, nicht greifbar. Und genau darum geht es. Um das, was vielleicht nicht greifbar ist und was dennoch da ist. Eins mag vielleicht früher mal so gewesen sein. Und es ist heute noch so. In den Bereichen der Königshäuser, vielleicht auch der Nachahnen von Rothschilds, die mal ein Imperium hatten, das aufgebaut haben. Mir kam zu Ohren zum Beispiel, dass dieses sogenannte Imperium die Federal Research in New York, dass sie wieder in den Händen des Volkes ist. Ich sage bewusst nicht des Staates, sondern des Volkes. Weil, und das betone ich gerne nochmal hier in dem Video, wir sind das Volk. Und wir sind der Staat. Ja? Wir sind die Menschen, die einen Staat auf
fiktiver Ebene erschaffen. Ne? So. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Okay, was haben wir alle gemeinsam? Ob das Rockefeller Rothschilds, die Königshäuser sind und so weiter und so fort. Ja, wir sind erstmal Mensch. Und das siehst du an den Königshäusern, und das möchte ich dir auch hier vermitteln. Die Königshäuser bleiben auch auf dieser Ebene. Ja? Queen Elizabeth, die Lady Di oder Prinz Charles oder die Königin von Schweden, die Silvia zum Beispiel, ja, auch Spanien und so weiter, Carlo, ja, hallo? Sie leben es uns vor, sie zeigen es uns, ja, dass wir Mensch sind und dass wir nur mit dem Vornamen angeredet werden. Rainer Uwe aus Bad Kreuznach, wie auch immer, wo du auch herkommst, ja, oder Jesus von Nazareth, ne? Das ist auch so etwas, wo wir uns wieder daran erinnern dürfen, wer wir wirklich sind und was wir alle gemeinsam haben. So, und jetzt hast du die Möglichkeit, genau dasselbe zu kreieren, wie die Königshäuser das genauso gemacht haben. Oder wie Rockefeller, Bilderberger, Rothschilds das auch angewandt haben. Sie haben nämlich Folgendes gemacht. Sie haben mit ihrem Geiste gearbeitet und mit ihrem Geiste haben sie alles erschaffen. Visionen mit ihrem Geist ganz einfach zum Erleuchten gebracht, mit dem Heiligen Geist sich verbunden. Und etwas kreiert, was sie mit ihrem Geist, mit diesem Göttlichen, was wir sind. Und da gibt es auch zwei Quellen. Das eine ist das Lichtvolle und das andere ist das weniger Lichtvolle. Und genauso wie sie es geschafft haben, kannst du auch alles erschaffen. Es darf dir bewusst werden. Und dass sie das erkannt haben und ja auch clever sind und dann sagen, okay, wir müssen die andere Menschheit natürlich in etwas anderes gefangen halten. Das heißt, da wurde unser Geist überlagert mit vielen anderen Dingen. Du kennst das. Ein Fest wurde da erschaffen, ein Fest wurde da ins Leben gerufen. Es war reinste Ablenkung. Alles dient der Ablenkung. Alles. Alles dient der Ablenkung, um in unsere wahre Kraft zu kommen. In unser wahres Sein, das, was wir sind. Alles wurde erschaffen, dass wir nicht dahinter kommen, mit unserem Geist, den wir haben, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, mit Gott Vater, mit Jesus Christus, alles Mögliche erschaffen. Und Jesus soll gesagt haben, ihr werdet noch viel größere Wunder vollbringen, wie die, die ich getan habe. Und das Wunder liegt in unserem Geiste. Wenn wir unseren Geist wieder ausbilden, wenn wir ihn wieder frei schaufeln, mit den Überlagerungen, mit den Täuschungen, mit den Verwirrungen im Außen, wenn wir das wieder alles freisetzen, was ist denn da ein Rothschild? Was ist denn da ein Rockefeller oder Bilderberger? Die Ära ist vorbei. Trump soll die Bank wieder ans Volk zurückgegeben haben. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, nicht behaupten. Es wird ja viel verschwiegen. Ja? Und so wird es mit allem sein. Ja, dieser sogenannte Mythos wird nur aufrechterhalten durch unsere Gedanken, weil wir vielleicht sagen, oh Mann, die haben so eine Macht. Nein, jetzt geht es anders in die Welt zu gehen. Jetzt geht es in die Welt zu gehen und zu sagen, ich habe eine Macht, ich habe eine Kraft.
Und dessen bin ich mir bewusst, weil ich mit meinem Geiste arbeite. Und wenn du deinen Geist ausrichtest zum höchsten Wohle allem, ja, wenn du Gott dienst, wenn du dich mit Jesus Christus verbindest, wenn du hier das in deinem Herzen spürst, zum Göttlichen wieder gelangst, dann wird dir alles frei geschaltet. Dann ist dein Geist frei, dann bist du an der richtigen wahren Quelle. Denk dran, die andere Quelle gibt es immer. Das ist die Täuschung, das ist die Versuchung, das ist die Schlange, das ist das, was im Paradies dann auf einmal vollzogen worden ist, ja, der Verführung nicht standgehalten. Das ist das aus dem Paradies werfen. Und jetzt geht es wieder einzutauchen in dein Paradies, in dein göttliches Sein, was du bist. Da darfst du dir bewusst werden, du schaffst das über deinen Geist. Alles. Es ist ein bisschen Übung, es ist Training. Ich sage nicht, dass das von jetzt auf gleich passiert, sondern immer wieder sich dessen bewusst zu werden, zu erinnern dran, wer du bist. Ja? Und viele sind auf der Suche nach ihrem Geiste, nach dem Freisetzen ihres Geistes. Es ist ganz wichtig, dass du das mal wieder hörst. Du hast etwas Göttliches, Großes, etwas Macht- und Kraftvolles. Und oftmals sind wir uns dessen nicht bewusst oder haben Angst vor unserer eigenen Kraft in uns. Und jetzt geht es darum, einfach zu sagen, jawohl, ich nehme das an, ich lebe das und ich will das. Und was andere können, kann ich schon lange. Und mir ist das scheißegal, was die anderen machen. Ich habe jetzt meine Visionen und ich folge meinen Visionen. Ich bilde meinen Geist wieder aus, könnte man auch sagen. Ne? Ich habe meinen Geist auch ausgebildet. Ich verbinde mich immer wieder mit Jesus Christus, mit Gott Vater, mit dem Heiligen Geist. Das sind die drei Elemente, die immer dazu gehören. Und die alles Mögliche erschaffen. Denn wir haben den göttlichen Funke in uns, den Gottesfunke. Wir sind nach dem Ebenbild von Gott erschaffen. Wie sollte es da anders sein, dass wir auch Schöpfer sind? Und zwar in dem Moment, in dem ich mich mit Gott verbinde und mit meinem Geiste und dann alles draußen freibringe. Und das ist die gleiche Komponente, die die anderen auch benutzen. Sie wissen darum und sie spielen damit. Ja? Und wenn du jetzt dir vorstellst, das ist nur eine Handvoll Menschen, so, und jetzt beginnt gerade das große Erwachen. Nur die Menschen haben noch nicht ganz verstanden, dass sie das auch mit ihrem Geiste erschaffen können. Andere sind schon dabei, das mit ihrem Geist zu machen. Und ich möchte dich heute einladen, einfach wieder deinen Geist in dir freizusetzen. Ja? Dich zu verbinden immer mehr mit dieser wahren Quelle von Gott, mit der lichtvollen Seite und mit dem, was du in dir trägst. Und das ist die Komponente, die wir alle gleich haben. Alle gar. Wir sind wie alle anderen auch. Ja? Wir können uns mit jedem gleichsetzen. Und in den vorigen Videos geht es ja um unser Menschsein. Und das ist genau die Lösung. Die Königshäuser leben das noch. Wir lassen uns oder haben uns reindrängen lassen in eine Identifikation einer Person. Wir sind keine Person. Wir sind Mensch. Und zwar in der Gestalt eines Menschen. Wir sind ein göttlich-geistig beseeltes Wesen. Ich sage es immer wieder und immer wieder. Dass das übergeht in Fleisch und Blut. Dass wir uns alle dessen bewusst sind, welche göttliche Kraft in uns schlummert, die hervorgehoben werden will. Und somit wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Trainieren, beim Verbinden mit deinem Geiste, mit Jesus Christus, mit Gott Vater und mit dem Heiligen Geiste. Wir sehen uns wieder bei Wissen macht frei.